So gemein. Es ist so nah und doch so fern. Er sieht das Futter und kann nicht dran. Der arme Marley. Das ist fies. Oh, armer Marley. Das ist gemein, ne? Versperrst die Sicht. Hallo, ihr Lieben. So, um meine Nerven zu schonen, weil einige von euch haben es ja schon mitbekommen, unser Marley bekommt momentan Spezialfutter. Der hatte eine Blasenentzündung und hat leider Strobilsteine drin gehabt. Das heißt, er bekommt ein Futter, wo die Harnsäure etwas gesteigert wird. Das löst dann die Steine auf und später soll er ein anderes spezielles Futter bekommen, damit sich nicht wieder welche bilden von diesen Steinen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben hier den extremsten Futterneid. Ich fütter den einen in den einen Raum, die anderen sollen im anderen Raum essen, die fressen nicht, weil sie zu ihm wollen und so weiter und so fort. Es funktioniert nicht. Um meine Nerven zu schonen, habe ich jetzt dieses wunderschöne Futterböckchen bestellt. Und zwar ist das ein Futterautomat. Der ist Chip gesteuert. Unsere Katzen sind ja alle Tasso gechippt und das soll dann daraufhin wohl funktionieren. Ich bin mal gespannt. Erstmal packe ich den Automaten jetzt mit euch aus. Ist gut eingepackt. Moritz packt mit aus. Das ist hier auch der futterneidigste von allen. So, unten drin liegt das Büchlein, die Anleitung, noch so eine Matte, die man reinlegt und 3 Jahre Garantie, die kann man im Internet, kann man die sich holen. So, ich muss dazu sagen, ich habe schon vor 2 Tagen einen Futterautomaten ausgepackt. Das muss ich euch zeigen. Achtung. Ja. So, also ich muss dazu sagen, ich habe schon vor 2 Tagen einen der Futterautomaten ausgepackt, habe aber keine Batterien dabei gehabt. Die habe ich mir heute im Action geholt. Man soll die Katzen eh erstmal an den Futterautomaten gewöhnen, ohne dass der auf und zu geht, dass die Katzen halt auch keine Panik kriegen. Ne? So, dann schauen wir mal. Nicht Alicia. Entschuldigung, wenn die Kamera wackelt. Alicia hat dran geschnüffelt. Alicia ist jetzt in den Füßen. So. Also, so sieht der Automat aus. Hier vorne ist die Klappe. Hier wird diese Matte später draufgelegt, hier unten. So. Hier sieht man die Sensoren. Da muss die Katze durchlaufen, links und rechts. Hier hinten ist der Knopf mit der Katze drauf, um Katzen zu registrieren. Damit, wenn die Katze dann hier durchgeht und das muss dann also gedrückt werden, dann blinkt das. Wenn die Katze da durchgeht, wird diese Katze wohl registriert. Also die muss schon mit dem Kopf richtig durch. Natürlich von dieser Seite. So. Ihr seid schon wieder im Weg. Könnt ihr mal aus den Füßen gehen? So, hier oben ist ein Verschluss. Da kann man Klappe zumachen. Hier unten kann man die Zeit des Auf- und Zugehens einstellen, also schneller und langsamer. Ja, und dann würde ich sagen, werden wir jetzt... Jetzt der nächste in der Box. Werden wir jetzt mal die Batterien reinlegen und dann mal schauen, ob wir mal eine Katze registriert bekommen. Also da kommen hier tatsächlich diese schweren, dicken Batterien rein. Also ich finde es schade, dass sowas nicht im Lieferumfang mit drin ist. Ja, du wieder. Weil das Gerät kostet, wenn es nicht im Angebot ist, kostet es über 100 Euro.
Und ich habe auch gesehen, es gibt auch noch so Plastikfutterklappen, die man hinten auf die Rückseite setzen kann. Die sind auch nicht im Lieferumfang mit drin. Diese Plastikfutterklappen, die verhindern, dass die Katzen dann von hinten und von der Seite mitfressen, wenn der eine Kater oder die eine Katze von vorne frisst. Ne? Die kosten auch nur 11 €, diese Plastikfutterklappen. Die kommen hinten drauf und sind ebenfalls hier in dem Transparenten. Hätten sie ruhig mitliefern können. Also die 11 €. Naja. So, dann setzen wir mal jetzt hier die Batterien rein. Gucken, hier rum. Ah, wir brauchen auch noch 4 davon. Und ich habe jetzt nur genau 4 bestellt. Ich wollte eigentlich beide Futterautomaten heute in Betrieb nehmen. Also können wir nur einen antesten. Das ist dann auch wieder so eine Sache. So, hier vorne ist Plus, da ist Minus. Der Automat soll 6 Monate in Betrieb funktionieren. So, das ist jetzt auf der einen Seite sind jetzt welche drin. Also es soll 6 Monate soll das funktionieren. Also sie sind anscheinend sehr sparsam. So, jetzt muss ich die anderen Batterien nehmen. So, hier kommen die anderen zwei. Heute sind die Katzen mit von der Partie. So. So, alle Batterien drin. Also es ist auf jeden Fall eine schöne, saubere Angelegenheit. Hier ist dann noch so eine Gummimatte, die man hier vorne reinlegt. So, dann ist, wenn Futter draufkommt, ist dann nicht immer der Automat versaut, sondern man kann die Matte rausnehmen und waschen. Ne? Also das finde ich ist eine sehr, sehr saubere Angelegenheit. Dann haben wir im Futterautomaten eine große Schale und im Lieferumfang enthalten ist noch so eine Schale mit zwei Trennplätzen. Die andere Schale mit den zwei Trennplätzen ist gerade schon in Gebrauch. Eichen. So sieht dann die Schale aus mit den zwei Trennplätzen. Ich werde das dann bei offener Türe machen, sodass die Katzen dann halt direkt probieren können. Alicia. So. Dann gibt es für nicht gechippte Katzen, gibt es dann auch noch einen Chip für ein Halsband mit dabei. Also auch nicht gechippte Katzen können mit diesem Futterautomaten gefüttert werden. Ne? Ja. Unsere sind ja gechippt. Ich hoffe, die Chips sitzen weit genug vorne, weil der Chip muss schon weit recht oben am oberen Schulter-Halsbereich sitzen. Wenn der Chip zu weit hinten sitzt, klappt das natürlich nicht mit dem Durchgehen hier durch diese Futterklappe. Wir werden sehen. So, und dann werde ich jetzt mal antesten. Da sitzt eine Katze drin. Ja. Mal gucken, wie das Ding angeht. Ja, toll, den hier könnte ich schon registrieren. Warte mal. Komm hier. Morris ist registriert. Morris ist registriert. Also unser Morris ist schon auf die Futterbox registriert. Ich hoffe, man kann es sehen. Oh, jetzt hat er sich erschreckt. Ist nichts Schlimmes, guck. Richtig super, die Box checkt ihn total ab. So, jetzt gucken wir, dass wir die Alicia auch registriert bekommen.
geht die Klappe natürlich zu. Guck mal hier, Moritz. Ich weiß nicht, ob es die Alice registriert hat. Dann geh doch mal weg. Hier, Mali. Komm mal her, jetzt liegt's. Nee, du nicht, Moritz. Komm mal her. Nein, nein, jetzt liegt. Muss ich dich einsperren? Komm her. Ja, und zwar ist jetzt auch registriert. Das geht ja leichter als gedacht. Jetzt fehlt nur noch unsere Almi. So. Du nicht. Hier, du kriegst noch einen Krümmel. So, komm her. Ja, fein. Habt ihr gesehen, die Klappe ist aufgegangen, weil Lieschen, ne, mit dem Sensor in die Nähe kam. Das müssen wir jetzt üben. Jetzt fehlt halt nur noch Alma. Da müssen wir natürlich schauen, dass wir die Alma auch, ne, mit reinbekommen. Ja, aber ansonsten, also die beiden hier, die sind schon registriert. Also ich bin echt begeistert, wie das funktioniert hier mit Moritz. Klasse. Also unser Moritz hat es ja wirklich super angenommen. Bei dem klappt das klasse. Ich würde es ja gerne nochmal bei der Alicia sehen, wie es bei der funktioniert. Jetzt würde ich gerne noch ausprobieren, wie es ist, wenn jetzt die Alma, die guckt von da hinten, die traut sich nicht. Ja, das ist klar. Also es steht auch hier dabei bei diesen Unterlagen, dass ängstliche Katzen langsam an diese Futterbox rangeführt werden müssen. Ich werde jetzt bei der Alma dann versuchen, mit Leckerchen und so, dann so langsam, aber sicher sie dran zu führen. Ja, wir werden sehen, wie lange das dauert. Eigentlich sollst du ja ein bisschen mehr Nassfutter essen. So, jetzt kommt der, der es nicht fressen darf. Da kommt er vom Kopf her. Noch ist er nicht dran. Ja, jetzt hat er den Kopf dazwischen. Okay, es funktioniert doch. Nein, nein, nein. Ja, scheiße. Entschuldigung. Ja, das ist blöd. Dann wäre diese blöde Kuppel dann doch nicht schlecht, ne? Direkt geht die Klappe zu. Das ist natürlich super. Der Mali bekommt seine eigene Box und die anderen bekommen alle hier die Box. Geh mal ein Stück weg. Da. Ne? Jetzt ist der Mali da und es funktioniert nicht. Die Box ist zu. Perfekt. Was willst du mehr? Ja, Mali, da guckst du blöd, ne? Nicht dran, der arme Marley. Das ist fies. Oh, armer Marley. Das ist gemein, ne?
Mann, ey, da kommst du nicht dran. Das Ding ist zu. Einbruchssicher. Du kriegst deinen eigenen Futterautomaten, ist versprochen.